Herr Albrecht, welche Eindrücke haben Sie bis jetzt mitgenommen vom neuen Museum? Ich bin total begeistert, geradezu überrascht über den Ideenreichtum von Herrn Axmann. Also ich muss sagen, das ist ein Volltreffer für unsere Stadt auch. Er hat was gemacht. Das ist klasse. Da sind viele, viele Aspekte drin, die wirklich klasse sind. I think it's a wonderful project that Mr. Axmann, his dream, he put it into reality. Okay. His, like a dream come true. I think it's wonderful not only for adults, but also for children. Okay. Es ist toll gelungen und es ist großartig, wie das alles geworden ist in den 8 Jahren. Lange und viel Arbeit, aber es ist dann wunderbar, dass es jetzt zur Eröffnung gekommen ist und dass fast alles funktioniert. Ist halt, sagen wir mal, von der Technik her sehr interessant, wie von früher bis heute sich die ganze Technik entwickelt. Ich habe es vorhin schon zehnmal gesagt, früher sind die Bauern nur mit der Kuh durch den Acker gelaufen und heute gibt es Bullen und alles Moderne. Das ist schon beeindruckend, was hier alles steht. Ne? Das ist eine absolute Bereicherung für die ganze Region und gerade für technisch interessierte Leute ja, einfach ein Highlight. Ne? Super, sind wunderschöne. Auch Spielereien, das Kind im Manne, da hat sich ja viel getan. Sehr viel, viel, viel Initiative auch der ganzen Familie. Ist einfach bewundernswert. Also ich bin schon auf die Gondel gefahren. Was gefällt dir bis jetzt hier am besten im Museum? Die Gondel da. Weil man das selber ziehen kann.